Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem Preview-Video von dem Tier 5 Kreuzer, der Königsberg. Ja, die Königsberg war im wahren Leben ein leichter Kreuzer, davon gab es 3 Stück. Auch noch die Karlsruhe und die Köln, wobei bitte nicht die Tier 4 Karlsruhe verwechseln damit. Es handelt sich hierbei einfach nur um die Namensgebung von diesem Schiff. Und man sieht ja auch hier im Spiel immer ganz schön, in Dienst gestellt 1916, die Königsberg 1929, also deutlich später danach. Also wie gesagt, bitte die Namen nicht verwechseln. Ja, zu dem Schiff vielleicht noch ein paar historische Daten. Die Baukosten waren 38 Millionen Mark. Stapellauf war der 26. März 1927 und die Indienststellung der 17. April 1929. 10. April wurde sie, am 10. April 1940 wurde sie versenkt, das sage ich euch aber gleich noch. Die Länge von dem Schiff sind 174 Meter gewesen, der Tiefgang 6,28 Meter und die Verdrängung maximal 8130 Tonnen. Ja, auf diesem 174 Meter langen Schiff haben zwischen 514 und 850 Mann gedient. Betrieben wurde das Ganze von einem 68.200 PS starken Motor und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 30,2 Knoten gehabt. Und man sieht, da ist er sogar im Spiel nochmal etwas schneller, nämlich 32,9. Vielleicht auch noch ein Wort zur Versenkung. Am 10. April 1940 haben britische Sturzkampfbomber vom Typ Blackburn Skua 3 schwere Treffer auf der Königsberg erzielt. Das Schiff kenterte und sank am Skolter Grundkai im Hafen von Bergen. 1941 wurde das Wrack behelfsmäßig abgedichtet und Kiel oben in den Hafenteil Hagenäs geschleppt. Nach dem Abtrennen des noch unter Wasser liegenden Aufbauten wurde es in den Hafenteil Lakeswag weitergeschleppt. Dort wurde das Wrack am 17. Juli 1942 gehoben, aufgerichtet und dann als Pier für U-Boote verwendet. Am 22. September 1944 kenterte die Königsberg ein zweites Mal und sie wurde nach dem Krieg in Bergen abgewrackt. Ja, so viel zum Schiff. In der Realität, wir schauen uns das Schiff im Spiel auch nochmal an und sehen, dass es praktisch hier nur in Anführungszeichen eine Batterie gibt, nichts zu erforschen, allerdings einen besseren Rumpf. Und man sieht anhand des schlechteren Rumpfs, dass man ein bisschen weniger Trefferpunkte hat, deutlich Flachs verliert, aber ein Sekundärgeschütz mehr hätte, wobei aber diese Nachteile oder dieser Vorteil nicht den Nachteil ausradiert. Deswegen ist der B-Rumpf definitiv der bessere und die Reichweite wird auch wie immer um 10% erhöht und somit hat die Königsberg 16,5 Kilometer in Summe. In Summe hat sie 24.300 Struktur. 16,5 Kilometer gehen eben die 3x3 150 mm Kanonen weit. Torpedos gibt es auch 4x3 Stück. Hier 3. Und hier. Also in Summe praktisch 6 Torpedos auf jeder Seite abfeuerbereit. 680 Meter ist der Wendekreis. Ruderstellzeit 6,9. Die Oberflächensichtbarkeit ist bei 12,4 und aus der Luft bei 6,4. Das war mit Tarnung, jetzt noch einmal ohne Tarnung, dass ihr auch das Ganze noch so mal seht. Und natürlich besonders an der Königsberg sind die versetzten Türme. Bei der Nürnberg liegen sie dann wieder hintereinander. Nun aber genug aus dem Hafen, sondern jetzt zeigen wir ganz bewusst euch ein Gameplay, weil Ryukat und ich das Ganze zusammen aufgenommen haben. Also von dem her viel Spaß und seht's euch an. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe von Let's Play Together World of Warships zusammen mit Ryukat und mir. Hallo zusammen.
Diese und Sprachnachrichten sind wieder mega nervig. Ja, das Problem ist, ich habe meinen Aufnahmetester auf F9, deswegen sage ich immer, das war ein großartiges Gefecht. Aber, ja. Ja, Rio und ich, wir spielen beide die deutschen Kreuzer, in dem Fall die Königsberg. Ist in der Stufe 5 Kreuzer. Ja. Wie man sieht, das Layout fast schon typisch in dem Tech Tree oder öfters mal gesehen mit den hinten zwei Kanonen und vorne der, oder den zwei Türmen und hinten dem einen Turm. Ich wieder fang noch mal neu an. Mit den hinten mit den zwei Türmen und vorne mit einem Turm. So leicht kann es sein. Mit den hinten den zwei Türmen? Ja. Ja. Vielleicht kurz ein Wort zu Königsberg. T5er Schiff hat er gerade schon gesagt, ist noch bewaffnet mit 150 mm Kanonen. Also immer noch ein leichter Kreuzer eigentlich, genauso wie die Nürnberg, das ist der nachfolgende Kreuzer der Stufe 6. Die hat ja auch 150 mm Kanonen. Dafür eigentlich, ja, ich finde sie in der Tierstufe noch angenehmer zu fahren als die Nürnberg in der Tierstufe 6. Das würde ich vielleicht sogar mal so verallgemeinern. Ist trotzdem sehr präzise. Und sie ist natürlich sehr schnell. Durch das geringe Kaliber. Absolut. Immer so eine Faustregel. Geringes Kaliber gleich schnelleren Reload und höhere Feuerrate. So. Ich drehe hier jetzt auch mal ein bisschen ab. Da kommt nämlich gerade schon eine ganze Menge. Da kommt einiges, ja. Da kommt eine St. Louis. Da lade ich gleich mal PB. Müsste mit dem Kaliber sogar ganz gut funktionieren. Ja, dürfte eigentlich ein bisschen was scheppern. Gucken. Boah, 4000! Egal, immer wenn ich die St. Louis sehe, habe ich trotzdem so insgeheim immer so ein bisschen Angst. Egal was für ein. Ich könnte wahrscheinlich so in der Hindenburg sitzen und denke mir, oh, eine St. Louis, bin ich mal ein bisschen vorsichtiger. Ich wollte jetzt eigentlich voll auf die drauf fahren. Und Torpedos rausdrücken. Ja, du darfst wegen mir machen, wie und wo du lustig bist. Auch mal kurz eine kleine Kursänderung. Aber irgendwie, die Zitadelle, also ich habe manchmal den Eindruck, die St. Louis hat keine Zitadelle. Nee, Zitadelle mit St. Louis ist unglaublich schwierig, also das ist krass. Beschuss. So, schauen wir doch mal. Die Königsberg ist... Ja. Entschuldigung. Die Königsberg ist übrigens auch ein Schiff, der dazugehörigen Königsberg-Klasse. Gibt ja öfter mal auch Schiffe, die zu einer anderen Klasse gehören, als sie tatsächlich getauft wurden. Das sind dann halt Schiffe, die da in der anderen Klasse gebaut wurden. Beispielsweise die Nürnberg, die ja zur Leipzig-Klasse gehört. Königsberg ist hier aber dann namensgebend und dementsprechend auch das erste Schiff dieser Klasse, das erste Schiff dieser Bauweise. Oh, die New York hier vor mir ist ja schon mächtig kaputt. Ja. Jetzt okay, auf jeden sie Fall. Ist kaputt. New York, New York. Ich war noch niemals in New York. Monster Lead damals gewesen. Ja. Eigentlich immer noch. The enemy team has taken the lead. Den Udo Jürgens gibt es ja leider nicht mehr. Leider nicht mehr. Aber die Sporties haben es damals, fand ich, war eine schöne Hommage für das Lied. Also von dem her. Und gerade bayerische Jungs, da fühle ich mich ja gleich nochmal verbundener. Verbundener. Ja, ich glaube, so ist ein bisschen besser. Beides nicht so ideal geschossen hier. Sag mal, kann ich doch mal treffen hier? Acht Sekunden. Das Kaliber, das ist immer noch so ein bisschen Ungewöhnung. Es fliegt halt so ellenlang mit diesem kleinen Kaliber und auf dieser Reichweite fliegen die Granaten so unfassbar lang. Jetzt habe ich mich endlich mal eingeschossen. Bei mir hat es auch lange gedauert, bis ich jetzt gefühlt mal einigermaßen warm geworden bin gerade. Ich kriege ihn jetzt auch ganz gut rein. Nochmal einen Brand gesteckt. Oh, den kriegst du. Michael! Ja, schön vorbereitet. Aber den haben wir gut runtergeschossen. Den haben wir auf jeden Fall gut runtergeschossen. Aber viel dürfer, dass wir keinen Punkt bisher haben. Nee, wir sollten vielleicht mal hier irgendwie einen einnehmen. Ja, lass doch mal B klar machen. Ich glaube, ja, ich bin gerade
Ich folge dir einfach mal. Du das? Da guck mal eine an. Da kommt auch eine Furutaka, die wird bestimmt gleich Torpedo schmeißen. Komm, AP, AP, AP. Ah, da kommen Torpedos von Flugzeugen. Hui! Ausgewichen. Na, da kommt einiges. An Torps. Mein Lieber. Mhm. Jo. Hat sie erwischt? Nee, aber wenn wir jetzt nicht schnell irgendwie Punkte bekommen, dann ist das Spiel nämlich vorüber, weil bei 0 Punkten ist es nämlich durch. Ah, da kommt eine Miyogi uns entgegen noch. Oh je. Und jetzt Captain CC. Nee, das Game ist verloren. Leider. Oder auch nicht. Ich verstehe das nicht. Ich dachte, das wäre bei 3 Punkten. Nee, ja, bei dem Spiel, also hier bei 3 Punkten wohl nicht. Ah, okay. Na ja, gut. Dann versuche ich mich mal mit meinem Glück hier am... das war ein doppelter Zitadellentreffer. Sehr schön. Und die Torpedos kommen voll. Sehr nice. Der war wichtig. Aber ich glaube, ich sterbe. Ja. Oh, schade, schade. Ich konnte mich nicht mehr wegdrehen. Ich hätte eigentlich damit rechnen können, dass er die Torpedos rausschmeißt. Wo bist du? Ich hatte gerade B. Ja, ich cap gerade. Ist jetzt mal mein Punkt. Mhm. Kriegen sie wenigstens nicht mehr doppelt so schnell Punkte. Nee, mein Freund. So leicht mache ich es dir nicht. Jetzt noch die anderen Kugeln. Yay! Wie ein Hase bewegt er sich. Mhm. Aber jetzt ist er weg. Musste erst der das Battleship aus 10 Kilometern Entfernung richten. Ja, kann ich mit leben. Hauptsache richtet einer. Guck mal, hinter dir ist eine tote Furutaka. Ja, sehe ich gerade. Die holt sich jetzt natürlich B. Das ist jetzt... sau doof. Aber ich bin jetzt hier der Einzige, der wenigstens ein Hit, der Einzige, der noch einigermaßen klar machen kann. Oh, da kommen ja Flugzeuge. Ja, warum die Battleships schon wieder so am Kartenrand rumgammeln, ist mir ein Rätsel. Der Klassiker. Flugzeugträger haben sich beide verkeilt. Also man sieht übrigens, dass die Anti-Air recht lange braucht für ein Flugzeug. Ja, die Anti-Air ist ziemlich schwach bei den Deutschen. Also die sind jetzt lange über mir geflogen und bis ich jetzt den ersten mal weg hatte, hat es jetzt ewig gedauert. So, jetzt haben sie auch noch wieder mal B. Ja, unsere Leute und unser Team ist spannend. So, jetzt machen sie ihren Angriffsflug. Ah ja. Da, irgendwo drüben ist noch ein Zerstörer. Mhm, hat er vorhin auch schon gepinkt. Ich hatte gehofft, dass da jetzt die Flugzeugträger rechts neben mir irgendwo aufgehen, aber dem ist nicht so, leider.
Nee, sehr schade, aber da hat unser Team einfach schlecht gespielt. Ich schau jetzt mal, vielleicht finde ich ja wenigstens den Zerstörer noch. Weil er hält mich auf jeden Fall die ganze Zeit aufgedeckt. Immer nervig sowas. Ja, komplett, also. Oh, schon wieder der nächste weg. Wäre natürlich top, ist vielleicht 7 Minuten. Nein, ich bin echt konstant offen, also dieser Zerstörer, der ist irgendwo, aber ich kann nicht mal ansatzweise sagen, wo. Die Miyogi fahrt einfach mal auf die Toms drauf, egal. Sind wieder spezielle Schlachtschiffe, ey. Oh Mann. Boah, die Miyogi, ey. Ja, die macht sich's. Jetzt kann ich nicht drauf schießen, weil so im Weg ist. Boah, was für ein Lappen. Komm schon. So, der auch weg. Da hinten ist der Zerstörer. Da fast nur noch gewinnen, wenn du jetzt ein Battleship oder einen DV umhaust. Aber das unser CV ist jetzt gleich hin. Das war's dann. Our team has taken the lead. Voll die SG-ren CV. Hey, ich weiß, aber es sind noch, wieder noch 8 Tickets. 6700, never ever. Die Wyoming kann ihn jetzt one-shotten. Nö. Ne, schade. Schade, schade, da hat unser Team einfach schlecht gespielt. Mhm. Ja, ziemlich. Aber trotzdem, am Schluss konnte ich ein bisschen was von dem Schiff zeigen. Und von dem her, das ist ja das Wichtigste für so ein Video. Man kann ja nicht immer gewinnen, das ist ja leider nicht möglich bei World of Warships. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Mitspielen, Rio. Bis zum nächsten Mal. Gerne.